Wir haben folgenden Sachverhalt. Wir haben eine Person, die sich Herr Spieler nennt. Und ich male sie hier links oben mal hin. Und ich habe die Nutzentabelle von Herrn Spieler schon mal hingemalt. Und die ist so zu verstehen, dass wenn ich dem Herrn Spieler 1 Million Euro gebe, diese Zahl hier, zieht er daraus einen Nutzen von 10 Utile. Wenn er 2 Millionen Euro bekommt, dann zieht er daraus einen Nutzen von 30 Utile. Das heißt, er ist dreimal so glücklich, wenn er 2 Millionen hat, anstatt wenn er 1 Million hätte. Das heißt, es ist ein, die Nutzenfunktion ist ein psychologischer Wert, die Herr Spieler dem Vermögen hier zuschreibt. Und was auffällig ist hier, ist, dass wenn ich mich hier eben nach rechts bewege, sein Nutzen zunimmt. Das heißt, er mag mehr Millionen, wenn sein Vermögen immer anwächst, dann zieht er daraus einen größeren Nutzen. Und was auffällig ist, ist, dass wenn er hier, wenn er nur 1 Million besitzt, also sich um 1 Million verändert, dann wird er hier eben dreimal so glücklich, also zieht hier einen Nutzen von 20 Utilen, wohingegen, wenn er 9 Millionen schon hat, dann zieht er hier eben nur einen Nutzen von 4 Utilen. Und das nennt der Ökonom einen abnehmenden Grenznutzen. Das wird später sehr wichtig sein, wenn wir die Nutzenfunktion hier eben ableiten. Also abnehmender Grenznutzen. Und der Sachverhalt geht eben weiter. Und es kommt eine zweite Person, das ist der Herr Loser dieses Mal. Und Herr Loser, ich schau mal hin, Herr Loser. Herr Loser bietet Herr Spieler jetzt zwei Alternativen an. Er sagt zu ihm, du kriegst von mir entweder 4 Millionen Euro sicher, mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Oder, was ich dir anbieten kann, ich gebe dir ein Los. Also schau mal hin, Los. Und wenn du das Los ziehst, wirst du in 50% der Fälle 1 Million Euro bekommen. Und in den anderen 50% der Fällen kriegst du von mir 7 Millionen Euro. Wie entscheidest du dich jetzt? Nimmst du entweder die sicheren 4 Millionen von mir oder würdest du das losnehmen? Nun, und was der Spieler jetzt macht, ist, er guckt sich seine Nutzenfunktion an. Denn hier kann er eben ableiten, wie glücklich er wird oder was für einen Nutzen er zieht, wenn er ein bestimmtes Vermögen hat. Und guckt sich erstmal die 4 Millionen an. Und wenn er 4 Millionen bekommen würde, dann hätte er 60 Utile. Also würde daraus einen Nutzen von 60 Utilen zählen. Und wenn er das loszieht, dann wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, 1 Million sind ungefähr 10 Utile, die er ziehen würde, liest er seiner Tabelle ab. Und mit der anderen 50%igen Wahrscheinlichkeit würde er 7 Millionen bekommen, das heißt, er bekommt hier 84 Utile. Er zählt es zusammen, jeweils eben mit der Gewichtung. Und was er rausdrückt, ist, dass er daraus einen Nutzen von 47 Utilen zählt. Und ich mache das mal mit dem Paintbrush blau, damit es sichtbar wird. Am besten mit gelb. Also kriegt 60 Utile bei den sicheren 4 Millionen, 47 beim Losverfahren. Und was klar ist, ist, dass er lieber die sichere Zahlung bevorzugen würde. Daraus zieht er einen höheren Nutzen. Er ist also risikoavers, nennt man das. Und um das grafisch darzustellen und das Konzept jetzt eben weiterzuentwickeln, ich kann hier eben so eine Gleichung hinzeichnen, wo ich auf der x-Achse eben die Millionen habe, das Vermögen in Millionen. Vermögen. Und auf der y-Achse habe ich jetzt hier meine Utile, meine Nutzenfunktion. Und wenn ich diese Tabelle hier oben abtrage, dann sieht die ungefähr so aus. Man nennt es eine konkave Funktion. Das heißt, der Mathematiker würde sagen, die erste Ableitung ist größer 0, weil größeres Vermögen natürlich zu mehr Nutzen führt. Er hat mehr Utile. Dieser nimmt aber eben ab, je größer das Vermögen ist. Und in unserem Beispiel ist es so, dass wenn er eben die sicheren 4 Millionen nimmt, also schaut mal die 4 hin, kriegt er 60 Utile. Und jetzt ist die Alternative 47 Utile. Er wird also die sicheren 4 Millionen nehmen. Und Herr Loser geht weiter und sagt zu ihm, okay, ich akzeptiere das, ich akzeptiere, dass du risikoavers bist, dass du lieber die sicheren 4 Millionen nehmen würdest, als jetzt eben das unsichere Losverfahren. Aber nenne mir den Betrag, nenne mir den sicheren Wert, wo es dir egal sein würde, ob du das losziehst oder eben diesen sicheren Wert bekommst. Also 4 Millionen sind offensichtlich ein viel zu guter Deal für
Herr Spieler, er wird die 4 Millionen nehmen, aber welches wäre dieser Betrag hier, anstatt den 4 Millionen, wo es ihm egal wäre, ob er das loszieht oder eben diesen genannten Betrag nehmen würde? Nun, welches ist der Betrag? Das ist der Betrag, aus dem er 47 Utilen ziehen würde. Und wie kann ich hier das grafisch festmachen? Ich nehme mal die grüne Farbe hier. Also wenn ich 47 Utile habe, da schaue ich mir die Tabelle an. Bei 48 Utilen bin ich ungefähr bei 3 Millionen. Also wenn ich 47 Utile habe, bin ich auch ungefähr bei 2,9 nochmal was. Ich kann das also hier abtragen. Also hier müsste ich die 47 haben. Und ich müsste dann eben aus meiner Nutzenfunktion ablesen, welches der Betrag sein würde. Und das sind ungefähr 3 Millionen. Ich schreibe es hier mal mit einer Tilde hin. Und das ist also das sogenannte Sicherheitsäquivalent, nennt sich das, nennen das die Mathematiker. Ich schreibe das mal hier mit SE. Das ist der Betrag, wo es ihm egal sein würde, ob er das loszieht oder eben die sichere 3 Millionen bekommt. Und der Unterschied zwischen den 4 Millionen, was übrigens auch der Erwartungswert der Lotterie ist, also ich kann das hier mal mit Grau hinmalen. Der Erwartungswert der Lotterie ist ja 0,5 mal 1 Million plus 0,5, also 50% mal 7 Millionen. Und das sind 4 Millionen. Also der Erwartungswert von der Lotterie oder den sicheren 4 Millionen ist ja der gleiche. Also das ist mein Erwartungswert. Und der Unterschied zwischen dem Erwartungswert und dem Sicherheitsäquivalent vom Herrn Spieler, das ist die sogenannte Risikoprämie, nennt sich das. Und kann das hier mal mit lila hin machen. Also dieser Unterschied, diese Differenz hier, nennt man Risikoprämie. Ich habe mein Sicherheitsäquivalent hier unten, also der Betrag, bei dem es egal ist, ob Herr Spieler das loszieht oder den sicheren Betrag, in unserem Falle die 3 Millionen bekommt. Und 4 schließlich, hier unten in dieser Tabelle, ist eben der mathematische Erwartungswert von unserem Los. Und in unserem Grafik ist es so, wir haben einen risikoaversen Anleger, wo die Risikoprämie positiv ist und der Erwartungswert höher als das Sicherheitsäquivalent.